Und tete-bete, da sind wir wieder bei Thieves, The Dark Project, in einer kleinen Bonusfolge, die ich eigentlich schon angekündigt hatte. Und zwar am Anfang des Spiels, wir befinden uns wie im Trainingsmodus. Und wir werden jetzt kurz mal die Passage bis zu der Wache da hinten machen, weil es gibt hier ein kleines Easter Egg, was aber auch schon uralt ist. Kennen viele vielleicht von euch, vielleicht für die, die es noch nicht kennen. Zeige ich es hier nochmal. Ansonsten, für die, die es kennen, nochmal ein kleiner nostalgischer Seufzer. Wir müssen versuchen, in den Raum da hinten reinzukommen. Das schaffen wir natürlich nur, wenn wir die Wache daraus kriegen. Wähle jetzt deine Waffe. Versuch erst dein Schwert und dann deinen Bogen zur Hand zu nehmen. Du kannst sie jederzeit wegstecken, um die Hände frei zu bekommen. Jetzt werden wir auf dem Hof das Zielschießen üben. Alter, nimm deinen Bogen zur Hand, leg einen Pfeil ein und zieh die Sehne an, indem du die Angriffstaste gedrückt hältst. Zieh die Sehne bis an den Anschlag, um deinem Schuss die volle Kraft zu verleihen. Peile dein Ziel an. Wenn du soweit bist, lass die Angriffstaste los. Versuch, eines der Ziele zu treffen. Prima Schuss. Du kannst gerne weiter üben. Wenn du die nächste Lektion beginnen möchtest, geh zur Übungspuppe und nimm dein Schwert zur Hand. Schwing dein Schwert mit der Angriffstaste. Ich will moderieren. Mit kurzem Druck auf die Taste führst du einen Schwertstreich aus. Führe die Schwertspitze zur linken des Ziels, um einen Linksstreich auszuführen, und zur rechten, um einen Rechtsstreich auszuführen. Okay. Halte die Angriffstaste gedrückt und lasse wieder los, wenn du dein Schwert zum Zuschlagen über den Kopf führen möchtest. Trainiere beide Schwertstreiche und den über den Kopf ausgeholten Schlag an der Übungspuppe. Gut ausgeführt. Jetzt wird es Zeit, mit einem lebenden der Gegner quatscht, zu obwohl üben. Wir gar nicht Betritt mehr den gepflasterten üben. Trainingsbereich, um gegen deinen Partner anzutreten. So, okay, jetzt hat er endlich aufgehört. Ich hoffe, ihr guckt noch zu. Wie gesagt, dieser Trick funktioniert nur im Experte-Modus, denn nur im Experte-Modus ist diese Wand hier offen. Im Normal-Modus ist es hier zu. Und hier befindet sich eine geheime Tür. Man kann sie mit den Schlüssel öffnen, der auftaucht, nachdem man den Trainingspartner besiegt. Oder halt, wie wir es auch schon mal gemacht haben, einfach aufbrechen. Und voilà, ein Basketballfeld im mittelalterlichen Stil. Yay. Oh, das war nix. Nochmal, Moment. Komm, das schaffe ich. Hopp. Das war auch nichts. Aber cool, dass der so hin und her hüpft. So, versuchen wir es nochmal. Hopp. Oh, perfekt reingelandet. Der bremst nur bei uns nicht ab. Also wie gesagt, man hat hier so ein Basketballfeld. Wäre cool, wenn man jetzt noch Multiplayer spielen könnte. Gibt's ja Multiplayer. Und hier haben wir eine kleine Deckrolle. Und wenn wir die, können wir sogar angucken. Quotes from the Dark Team. Doing the development of Thieves, the Dark Project. Und hier sind ein paar Zitate von den Developern, also von den Entwicklern und Designern. Und die kann man sich hier alle komplett durchlesen. Leider nur auf Englisch, also für die, wie ich zum Beispiel, die in Englisch nicht so gewandt sind, teilweise ein bisschen schwierig, andererseits, ganz gut. Also man muss sagen, ich habe ein bisschen was schon kapiert und musste auch schmunzeln. Auf jeden Fall ein kleines Easter Egg, ein kleines Highlight. Das war eine kleine kurze Bonusfolge. Ich wollte euch das nur noch zeigen. Und wie gesagt, damit ist ja Thief jetzt beendet. Und vielleicht sehen wir uns im zweiten Teil der Thief-Reihe wieder. Falls ihr es euch wünscht. Ihr könnt ja, wie gesagt, einfach mal ein paar Kommentare hier unter diesem Video schreiben. Wie ihr es so findet, ob ihr selbst Thief-Spieler seid und so weiter. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Projekt wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Yay!